Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Hole nach einer sehr langen Zeit jetzt für mich, denn ja, ich habe jetzt hier knapp einen Monat oder über einen Monat, ich weiß gar nicht genau, gar nicht aufgenommen und ja, das hat mehrere Gründe. Wir haben jetzt hier gerade mal 4 Folgen gemacht und dann wurde irgendwie das Projekt schon wieder inaktiv, ja. War auch ein bisschen schade. Ich habe dann zwar relativ selten immer nochmal weitergespielt, weil ich das eigentlich schon noch weiterführen wollte, das Projekt, aber ja, Crapter hat sich dann eben mehr auf das Nachfolgeprojekt auch konzentriert, was ihr dann auch bei mir auf dem Kanal nach Minecraft Hole als Ersatz sehen werdet, ja. Jedenfalls, was ist noch so passiert, Crapter hat dann eben irgendwann seine Projekte irgendwie komplett jetzt eingestellt, ja, also auch das Nachfolgeprojekt, obwohl das läuft eigentlich noch, aber Minecraft Hole hat er irgendwie dann, ja, das Passwort geändert und so. Nachdem es aber von jemand anderem irgendwie geändert wurde oder gehackt, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es eines Tages so, ich habe nochmal Minecraft Hole offscreen gespielt, ne? Obwohl es halt inaktiv war, weil, ja, wie gesagt, wollte ich halt noch ein bisschen Level farmen und so, ne? Damit ich hier weiterkomme. Und ja, dann hat irgendwie Crapter am selben Tag festgestellt, dass das Passwort zurückgesetzt wurde oder geändert oder sonst was. Dann hat er das eben nochmal zurückgesetzt, ja, über seine E-Mail oder so. Und ja, jetzt ist es eben wieder in seiner Gewalt quasi, der Account. Aber leider hat er festgestellt, dass die Welt weg ist. Also die wurde einfach gelöscht, ja, und war nicht mehr da. Und ja, da hat er dann eben irgendwie Lukas direkt die Schuld gegeben. Obwohl Lukas an dem Tag nicht mal da war und ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er schon ein paar Tage vorher gesagt, dass bei Planet World, dass alle OP kriegen und so, ja. Weil Planet World ist ja das Nachfolgeprojekt jetzt sozusagen für ihn und ja, das soll irgendwie jetzt jeder OP haben und das übernehmen und so. Ja, hat mich auch schon gewundert. Also anscheinend hatte er auf Planet World schon gar keine Lust mehr oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ging es dann eben mit Hole weiter, wo er dann eben Lukas die Schuld gegeben hat und so weiter und so fort, ne? Und eben gesagt hat, er war das, aber Lukas war zu dem Zeitpunkt 2 Wochen nicht am PC. Und warum sollte er das, ja, sollte ihm urplötzlich irgendwie einfallen, dann Crap das Projekt zu zerstören, ja? Nachdem es ja am selben Tag noch lief. Also ja, ich habe es ja selbst noch gespielt. Crapter hat selber auch noch ein paar Tage vorher gespielt, weil Rietze eben den Server gestartet haben wollte. Und Rietze und Crapter waren dann irgendwie zusammen hier online, ja. Und ja, dann hat eben Lukas einfach angeblich das Projekt zerstört, was natürlich nicht sein kann, ja. Und er selber sagt auch, dass das nicht war, ja, weil er hat, ja, denke ich mal, Besseres zu tun gehabt an dem Tag. Das war auch noch Karfreitag, ja. Und irgendwie hatte er da auch Jugendweihe einen Tag später und sicher was Besseres zu tun irgendwie, als hier auf dem Server rumzugriefen oder so, ja, oder die Welt zu löschen. Und ja, hätte er eh nur vom Handy machen können und auch nur, wenn er das Passwort gehabt hätte, was er aber nicht hatte, ja. Also ich habe es ihm nicht gegeben, habe ich jetzt Crapter auch schon oft genug gesagt, aber ja, keine Ahnung, irgendwie hat er mir das auch nicht geglaubt, ja, weil ich eben Lukas schon mal das Passwort gegeben habe, mehr oder weniger. Da habe ich ihn aber nur so drauf hingewiesen, so von wegen, ja, das Passwort ist ziemlich einfach. Und dann hat Lukas das mehr oder weniger erraten, ja. Muss ich sagen, das war ein dummer Fehler von mir im Nachhinein, ja. Weil Lukas hat dann halt ja auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Er hat zwar jetzt nicht das Projekt zerstört oder so, aber er hat schon ein bisschen Scheiße gebaut hier, ja. Und ja, war halt auch nicht cool. Jedenfalls, ja, wie ist es dann weitergegangen? Crapter hat dann eben die alte Welt mir geschickt, ja, wo er noch ein Backup hatte, die ist aber jetzt schon ein bisschen her, also das ist jetzt ungefähr von dem Stand, den es in der letzten Folge zu sehen gab, also kurz danach oder so, ja, von da war die Welt. Ja, ist ein bisschen doof, dass ich jetzt den Fortschritt von zwischendurch nicht hatte, jedoch habe ich jetzt, ja, ein bisschen mir das zurückgeholt, indem ich da oben, ja, im Creative zugegebenermaßen mal mir so ein Loch vorgezogen habe, ja, so wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann gucken wir mal, dass ich das mache. Ansonsten habe ich mir meine Level und meine Sachen wiedergegeben, ja, wie ihr schon gemerkt habt, sicher, weil die alle unbenutzt sind. Und ja, dann gucken wir mal. Also da werde ich jetzt hier wahrscheinlich noch weiterspielen, ich weiß aber nicht. Wahrscheinlich wird das jetzt die letzte Folge für YouTube hier sein. Rietze will halt noch hier weiterspielen und ja, da kann ich vielleicht auch noch was machen, aber so generell habe ich hier für Folgen, weiß ich nicht, ob ich da noch was mache, ja. Denn ich weiß nicht, ob sich das lohnt, noch in Folgen zu packen oder so. Ja, muss ich halt schauen. Ist halt fraglich aktuell und ja, werden wir sehen.
Ja, das lasse ich mir noch einfallen. Ansonsten, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe halt jetzt den Server übernommen. Das heißt, ich habe jetzt einen eigenen Aterno-Server gemacht, wo ich die Welt hochgeladen habe. Ja, fand ich an der Stelle besser halt einfach. Und ja, da gibt's jetzt eben die Welt von mir sozusagen. Jetzt kann Rize auch den Server starten. Also da ist dann alles gut. Und ja, ich bin mal gespannt, was er noch so macht, ne? Aus dem Projekt. Ich weiß nicht, er wollte es mal wieder streamen oder so sicher. Und ja, vielleicht kommt da ja mal was, ne? Aber ja, es kann auch sein, dass er jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr hat oder so, keine Ahnung. Aber oh, Leute, hier sind einfach mal Dias, ja nice, die nehme ich mit. Das sind jetzt irgendwie meine ersten seit Ewigkeiten. Also, ja, geil, nehme ich auf jeden Fall. So, wie viele sind's denn? Ist die Frage. Nicht so viele anscheinend. Aber immerhin, ne? Ich habe bisher ja noch echt selten welche gefunden. Ja, gut, zwei. Ja, egal. Nehme ich mal mit, ne? Ich brauche die halt für einen Zaubertisch. Und ja, da kann ich alles gebrauchen, was ich kriegen kann. Ja, und da werde ich demnächst sicher auch im Nether weiterfarmen. Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, nächste Folge, was ich da mache. Vielleicht gehe ich da auch in den Nether. Muss ich mal gucken. Also, das steht alles noch in den Sternen. Ja, was soll ich sagen? Gibt es noch irgendwas zu erzählen? Ich weiß nicht. Irgendwie nicht so wirklich, ja. Ja, ich mache erstmal einen kurzen Cut. Ich habe auf jeden Fall noch vor mir ein paar Diamantwerkzeuge und so weiter zu craften. Ich denke mal, das werde ich auch noch hinkriegen, ja. Da werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich mir so diesen Zaubertisch zusammenstelle, komplett. Im besten Fall mit den ganzen Bücherregalen und so. Da muss ich mal gucken, ob ich noch welches hier habe. Ja, da. Ja, 16 Stück habe ich da. Ist jetzt nicht so krass, aber eventuell kann man was mit anfangen. Da drüben ernte ich auch nochmal eben ab. Da muss ich eben echt mal hinterherbleiben, dass ich hier genug Ressourcen habe für alles. Und Melonen und so kann ich auch mal abernten für Essen nebenbei, falls ich mal was Kleines brauche, obwohl mir Kartoffeln etc. immer lieber sind, und zwar deutlich. Ja, und mein Feld muss ich auch echt mal erweitern, ne? Das ist zurzeit auch ziemlich klein. Also ja, ich werde versuchen, hier meine Base noch auszubauen. Ich habe eigentlich schon noch Bock. Deswegen will ich eigentlich das Projekt auch noch nicht beenden hier auf dem Kanal. Aber ja, es kann ja trotzdem sein, dass es jetzt die letzte Folge ist. Ich wollte auf jeden Fall mal alles erklärt haben und so, ja. Und ja, mal sehen, inwiefern dann eben weitere Folgen noch Sinn machen. Ich will halt hier nicht komplett im Singleplayer oder so enden wieder, ja. Das wäre halt auch schade. Und naja, aber im Endeffekt ist es ja immer noch ein Projekt von Crapte. Und deswegen kann ich jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie andere Leute noch hinzufügen, ja. Vor allem Lukas oder so, da bin ich mir sehr unsicher. Also sowas würde ich dann nicht machen, denn Crapte, ja, fühlt sich dann sicher vor den Kopf gestoßen, wenn ich ihn dann doch jetzt reinnehme. Auch wenn Lukas keine Scheiße baut, trotzdem wäre es dann irgendwie ein bisschen blöd, dann, ja, ihn in Craptes Projekt halt reinzuholen. Das gehört sich dann sozusagen einfach nicht. Denn wir müssen halt Craptes Meinung dazu respektieren, ja. Und ja, wenn die beiden eben Beef haben, da kann ich da auch nichts machen, mehr oder weniger. Ja, die müssen sich dann untereinander irgendwie einigen, wenn sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen sollen oder wollen. Aber ja, keine Ahnung. Lukas kann ja in anderen Projekten mitmachen, nur eben nicht in Hole. Würde ich dann auch, wenn ich den Server leite, trotzdem nicht machen. Denn irgendwo, ja, gehört das halt nicht mir. Ich hoste es halt nur jetzt, aber ja. Ist ja wie bei Snow Village, da habe ich ja auch den Server mitbezahlt. Ja, da hätte ich auch sagen können, ich bin jetzt hier der Mitowner oder so, aber war ich halt nicht. Obwohl es natürlich cool gewesen wäre. Aber naja, Crapt hat eben gesagt, nee, es war eine Spende und er ist der Owner. Und naja, wenigstens konnte ich das Projekt dann zumindest noch durchziehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr Snow Village schon gesehen habt auf dem Kanal. Wahrscheinlich ja. Denn Howl werde ich wahrscheinlich erst sogar 2020 bringen, ja. Also ziemlich spät. Aber ja, ich denke mal, wenn ich jetzt hier eh relativ selten aufnehme, dann wird es auch jetzt nicht so problematisch wegen Vorproduktion oder so. Da werde ich relativ schnell jetzt wieder näher rankommen, quasi an das Veröffentlichungsdatum mit den Aufnahmen, wenn wir das Projekt jetzt hier noch eine Weile laufen lassen. Und ja, da kann man ja dann sicherlich ein bisschen noch irgendwie was machen. Also ich muss mal schauen, wie gesagt, ob ich hier noch Folgen bringe. Ich habe keine Ahnung, ja, das zeigt sich alles noch. Jedenfalls will ich dann hier noch so Glas auch rumziehen und so. Mit meiner Base habe ich noch ein bisschen was vor. Und ich denke schon, dass ich mit Folgen dann motivierter wäre. Aber ja, mal gucken, wie aktiv die anderen sind. Also Rize und vielleicht Basti, ob die noch mal weitermachen.
Crabbe ist aber leider erstmal raus, ne? Ist ja alles ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ich weiß auch nicht, es kam jetzt auch alles ein bisschen plötzlich. Und ja, ich werde dann auch nochmal in der Planet World Folge, die dann nach dem Projekt hier kommen, irgendwann drüber reden. Also die ganze Situation. Eventuell kommt ja auch Planet World schon parallel zu diesem Projekt. Das müssen wir mal sehen. Bin ich mir noch nicht sicher, wie ich den Upload-Plan dann mache. Könnte auch sein, aber eigentlich habe ich so nicht vor. Jedoch kann sich das ja trotzdem geändert haben. Also, ja, ich denke an den Tiny Craft Attack Folgen oder was auch immer da gerade läuft. Da wird es immer Infos geben. Irgendein Projekt nehme ich immer, wo ich so Infos und so raushaue zu den ganzen Sachen, Upload-Plan-mäßig und so. Und ja, deswegen guckt da vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.